Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Schlachtkommentar zu unserem NPWW Turnier. Ich habe hier jemanden dabei, der ist niemand weniger als unser General Pilofas. Und ja. Ja, guten Tag. Genau. Und ja, hier, das ist eine Schlacht von Mengstram gegen The Samurai 2. Das ist die zweite Schlacht im WO3-System. Und ja, ich werde jetzt euch die Armee vom Mengstram vorstellen. Das gleiche wird der Pilofas dann vom The Samurai machen. Beim Mengstram, ja, ist gleich am Anfang auffällig, dass er seine Kavallerie direkt vor seine Truppe hier in der Mitte gestellt hat, um wahrscheinlich dann in der Mitte diesen Hügel da gleich zu erobern. Hinten dran, wie er es gerne spielt, die leichte Infanterie der Engländer, gefolgt von Infanterie von der Black Watch. Die hat er sogar hier dabei. Dann nochmal die Infanterie, in der Mitte sein General und dann nochmal ein bisschen bessere Infanterie, nochmal Highland und normale. Ist auch immer gut, wenn man hinter der normalen Infanterie der Engländer den General nochmal dazu hält, weil eben die Moral nicht die allertollste ist. Und ja, die linke Flanke besteht dann auch aus dreimal Infanterie und davor zweimal leichter Infanterie. Ja, und so, das war's dann zum Mengstram. Gut, dann komme ich mal zum lieben Samurai. Wir fangen auf seiner linken Seite an und schauen den Leuten auf den Hinterkopf. Und was sehen wir gleich mal als Kavallerieeinheiten Lanzenreiter, wobei eine davon die polnischen Gardelanzenreiter sind, also Elite-Lanzenkavallerie. Vom General her hat er einen normalen Generalstab und auf seiner rechten Flanke hat er dann auch mal zwei normale französische Lanzenreiter dabei. Gut, die Infanterie von links nach rechts besteht aus Schweizer Infanterie, zwei, drei Stück. Dann polnische Legionen, 1, 2 Stück, dann Linienfusiliere, polnische Legionen, Schweizer Infanterie, niederländische Grenadiere, Linienfusiliere und eine polnische Legion. Und hinten hat er noch einmal eine zweite Reihe, nämlich nochmal eine alte Garde neben seinem General stehen. Ja, also auch beides so normale Generalstäbe, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann einfach mal rein in die Schlacht auf 3. Also 1, 2, 3. So, wenn wir jetzt mal Leertaste drücken, dann sehen wir gleich, dass die Kavallerie vom Mengstram direkt vorstürmt, um den Hügel zu erobern. Gleich den General noch mitgeschickt hat er hier. Also ja, er legt da wirklich sehr viel Wert drauf, hier den Hügel zu erobern. In der Tat, die Infanterie zieht auch nach, allerdings hat die am Anfang so ein bisschen Aufstellungsprobleme gehabt. Die bildet ein Loch in der Mitte, aber das füllt sich jetzt wieder. Ja, es lag wahrscheinlich daran, dass da irgendwie keine Gruppierung oder sowas gemacht wurde. Dann denkt sich Napoleon, also das Spiel denkt sich dann manchmal, die stelle ich jetzt einfach mal anders auf und klotze sie alle nebeneinander. Das hatte ich schon oft genug, während beim Total War spielen, das muss man halt dann ein bisschen aufpassen. Ja, Samurai bleibt sehr, sehr deriv. Sein gesamter linker Flügel bleibt einfach beinahe stehen. Auf der rechten Flanke rückt er indes vor, aber da wird er kaum rechtzeitig ankommen, wenn wir uns anschauen, wie weit schon die Linieninfanterie und die leichte Infanterie von Mengstram nach vorne gerückt ist. Ja, also der Hügel ist ja schon mehr oder weniger erobert, kann da bald seine Kavallerie schon wieder abziehen, weil die, ja, die leichte Infanterie ist ja schon so gut wie da. Und auch links beim General jetzt sichert er sich hier die schönen Stellungen. Hier, ich hätte mich da vielleicht hinter diesen kleinen Hügelkamm gestellt, weil ich weiß nicht, ich mag das bei Napoleon gerade, deswegen ist dann auch die Pyramiden-Map meine Lieblingskarte, weil man sich da so schön in Deckung der Hügel und alles stellen kann und ja, ich finde sowas macht Spaß. Ja, ansonsten kann man nicht sehr viel sagen. Also wirklich sehen ist, dass eben der Franzose sehr, sehr defensiv bleibt, jetzt mit den Linien ein bisschen. Aber wir sehen eben überhaupt keine Plänkeleinheiten auf Seiten von Frankreich und nur eben massenhaft gute Infanterie. Aber wenn die antreten gegen leichte Infanterie, die auf dem Berg sitzt, dann wird das sehr, sehr schwer. Auf einer ebenen Map oder in anderen Fällen würde das vielleicht gehen, aber sehr absoluter Overkill für die gegnerische Infanterie. Für die Infanterie französische. Ja, also ich finde auch, die Franzosen sind hier vielleicht für die Map, weil die haben ja keine 125er Reichweite, also keine Einheiten mit diesen starken Gewehren, die jetzt zum Beispiel viele andere Nationen haben, wie jetzt die Engländer mit den
Gewehrschützen. Die hat er jetzt aber auch gar nicht dabei gehabt. Das heißt, so Chasseur hätten jetzt auch getan oder die Voltigeur, die wir auch noch haben, die hätten da von der Reichweite her zumindest mit den leichten Infanteristen mithalten können. Und wenn man jetzt nur so Linie spielt, dann sollte man vielleicht dann auch zusehen, dass man in einem Rush da auf die Mitte zustürmt, damit die Reichweite dann weniger von Bedeutung ist. Ja, in der Tat. Also wenn er schon so eine Masse an Linien spielt, dann muss er auch wirklich an einem Punkt ganz zentriert mit extrem massiertem Linienfeuer irgendwo ankommen. Und so wie er es jetzt macht, lässt er natürlich Mengstram extrem viel Zeit, sich gut aufzustellen. Ja. Was wir jetzt hier sehen, da zieht er jetzt seine Kavallerie nach rechts, weil ich glaube, er hat jetzt hier gesehen, dass da total viel starke Kavallerie vom Gegner ist. Und auf der linken Seite rückt jetzt hier, wie es aussieht, auch eine Infanterie auf die beiden Kavallerieeinheiten vor. Können wir mal zuschauen, ob der Samurai das merkt. Weil wenn nicht, geben die jetzt hier gleich eine böse Salve drauf ab. Das ist mir auch passiert in meiner ersten Schlacht, in der Turnierschlacht, da habe ich auch gleich mal einen Grenadier Cheval damit ausgeschaltet, eine Einheit. Und der geht jetzt auch rechtzeitig ins Karree. Sehr schön gemacht hier. Dadurch, ja, dadurch rennen die Lanzenreiter in den Tod, wie wir sehen. Wunderbar gemacht. Da fliegen die Körper Und rein. er zieht sie auch wirklich nicht zurück. Das ist wirklich Ja. Riesenfehler. Verliert jetzt Samurai seine gesamte recht üble Kavallerie, was ihm einen großen Trumpf wieder wegnimmt. Wenn man da rechts schaut, jetzt zieht er auch noch seine leichte Infanterie dazu. Das heißt, die werden auch nochmal bestimmt hier eine tödliche Salve reinfeuern können. Und ja, jetzt rennt er noch nicht mehr weg. Er lässt seine Kavallerie irgendwie gemütlich davon marschieren. Das ist absolut tödlich. Weil jetzt hier nochmal die Schüsse da reinfegen und ja. Die eine Einheit Kavallerie flieht hier auch schon, wie wir sehen. Das waren die Lanzenreiter, so wie es aussieht sogar. Ja. Ist jetzt nur noch seine leichte Kavallerie links übrig und das auch stark dezimiert. In der Mitte Ah, ist da hat er es. ein bisschen gepennt. Ja. In der Mitte ist es hier noch etwas passiver. Da will der Franzose jetzt auch noch nicht zu schnell vorrücken, weil er hier eben klar die schlechtere Stellung hat. Was Sie jetzt hier gerade sehen, kommt Kampfgeschrei von den leichten Dragonern. Hätte er einfach mal einen Angriffsbefehl auf die stehenden Lanzenreiter gegeben, was ja ziemlich mutig ist und er hätte ja wahrscheinlich auch besser manövrieren sollen, weil wenn man ihm auf den Weg guckt, die rennen genau durchs Schussfeuer dieser beiden Schweizer Infanteristen und die, ja, Und das können erwischt jetzt. dann auch noch die Gardedragoner. Ist auch ziemlich bitter. Ja. Also, ja, war, hätte er besser aufpassen sollen, der Mengstram hier. Und jetzt kommen auch die Lanzenreiter fast schon zu spät mit ihrem Ansturm da reingebrettert. Aber wenn so eine polnische Gardelanzenreitereinheit mal, also erstmal ihren Ansturm hat, dann wird es dann auch bitter für den Gegner, weil ich glaube, der Ansturmbonus liegt bei den Gardelanzenreitern bei 40 bis 50, also ist enorm hoch. Und ja, wenn man den eben dann gegeben hat, wird es für jeden Gegner schwer standzuhalten und diese ja, Gardedragoner werden dann hier einfach überrannt. Ja, in der Tat, also was auf der linken Seite gewonnen hat, hat er jetzt auf der rechten Seite einfach so verloren. Ja. Er kann jetzt aber eben aus dem Hügel heraus auf die gegnerische Infanterie feuern, was ihm einen unglaublichen Vorteil verschafft. Außerdem hat er eben seine die Infanterie, die rechte Flanke ranzieht, mit der er jetzt auf die Linien feuern kann. Jetzt schauen wir hier auf die Kavallerie, da kommt es gerade wieder zu einem fetten Ansturm. Also mit der Kavallerie gehen jetzt die beiden hier recht leichtsinnig um, kann man sagen. Weil, ja, fühlt man sich immer gleich so, kaum hat man Kavallerie-Kampf gewonnen, fühlt man sich angespornt, gleich wieder reinzurennen. Hätte er vielleicht hier nicht tun sollen, weil die Kavallerie kann man schön benutzen, um jetzt auf der freien Seite, weil er hat jetzt hier keine Gegenkavallerie mehr, da kann er die einfach hinter die gegnerischen Reihen stellen und ja, das ist immer ein Dorn im Auge für jeden Spieler. Gleichzeitig gibt es jetzt einen Griff der Leibgarde auf die polnische Legion in der Mitte, in der rechten Mitte. Die wird damit auch vernichtet werden. Oh ja, die kann ja auch kein Karree mehr bilden und würde jetzt wahrscheinlich fliehen, ja. Hier auch schön, da rechts daneben die Black Watch kann hier, sie steht auf dem Hügel im Wald und kann so wirklich sehr lange gegen die Linien von den Franzosen da aushalten, denke ich mal. Und ja, die Lanzenreiter haben sich hier immer noch nicht aus dem Karree rausgezogen. Das wurde irgendwie gerade aufgelöst, wie wir sehen können. Wieso er das macht, weiß ich nicht. Das war bestimmt aus Versehen. Weil, ja, die Kavallerie ist ja noch nicht weg. Die kämpft hier immer noch weiter. Und ich weiß jetzt nicht, warum das Karree da aufgelöst wurde.
Das ist mir auch ein Rätsel. Auf jeden Fall flieht die Kavallerie trotzdem. Und dadurch, dass eben Samurai sich geweigert hat, mit seiner Schweizer Infanterie und der polnischen Legion ins Karree zu gehen, kann die Leibgarde extrem viele Kills einheimsen. Und die leichte Infanterie kann ungestört reinfeuern, was natürlich die gesamte rechte Flanke des Franzosen absolut vernichtet. Hier links ganz am Ende der Map sehen wir jetzt auch nochmal, wie die letzten Lanzenreiter, die Chevaliers der Franzosen, in ein Karree reingerannt sind und somit wahrscheinlich auch dann endgültig vernichtet werden. Und ja, in der Mitte geht es jetzt ziemlich ab hier auf beiden Seiten. Da rennen da die Leibgardisten noch durch die Reihen der Franzosen, bis sie jetzt endgültig ihr Ende gefunden haben. Und die Black Watch stürmt jetzt auch vor, nachdem sie ihr, also nehmen sie die Schweizer Infanterie der Franzosen dann endgültig in die Flucht geschlagen hat. Wird denn jetzt aber bald von der anderen Schweizer Infanterie stark unter Beschuss genommen und kann hier nicht rechtzeitig eine schöne lange Linie formen. Das ist ziemlich tief, wie die hier noch stehen. Doch, schon rechtzeitig sagen. Hier sehen wir im Wald ist so ein kleines Würfelkarree von Infanterie, die sich hier versuchen, gegen die Gardelanzenreiter zu erwehren. Ja, aber ich denke ich mal, trotz Karree können die ja nicht mehr viel gegenhalten. Jetzt sind es unter 40. Das Karree bricht deswegen dann auch zusammen und die Gardelanzenreiter können dann, obwohl das Karree gebildet wurde, da doch noch durchstürmen. Da sieht man dann eben auch, wie ausdauernd so Gardelanzenreiter dann doch kämpfen können. Ja, also die sind absolut sehr stark bei ihm. Man muss auch sehen, sehr, sehr teuer. Ich benutze sie sehr, sehr gerne, aber jetzt rennt er einfach mit denen in ein Karree und naja, also das tut nicht mal diesen Gardelanzenreitern gut. Ja. Was jetzt hier aber schön macht, er schwenkt um und führt hier einen Überraschungsangriff auf die leichte Infanterie in der Mitte drauf. Darauf kann er dann, wie es aussieht, auch nicht mehr schnell genug reagieren. Und bei der Moral der Briten könnte es sogar sein, dass sie jetzt fliehen, wenn da nicht rechtzeitig Hilfe kommt. Die Infanterie steht zwar dahinter und kann reinfeuern, aber ja, die leichte Infanterie steht hier ziemlich ungünstig da und untätig und lässt sich jetzt hier zusammenstechen und flieht dann auch tatsächlich. Ja, etwas weiter in die andere Richtung hat sich dann auch, haben leichte Dragoner hier ein bisschen die Wendung herbeigeführt von Briten gegen die starken Infanterieeinheiten des Franzosen, die da in der Mitte waren. Ja. Gleichzeitig hat auch noch eine Einheit Infanterie aus dem Feuer, dadurch ist die Mitte für den Franzosen auch verloren. Jetzt kann er sogar in die alte Garde reinchargen. Die hat hier wirklich kein Karree gebildet. Und das ist natürlich bitter, so auf diese Weise seine starken, seine stärksten sogar, seine stärksten Elite-Infanteristen zu verlieren. Also ich denke mal, die werden mit der leichten Dragonereinheit da noch fertig werden, aber es sind trotzdem unnötige Verluste, die man vermeiden kann. Also da fliehen die Einheiten auf der Front. Einzig die Gardeeinheiten bleiben noch etwas am Leben, aber auch das wird nicht mehr von langer Dauer sein. Black Watch charged dir die Schweizer Infanterie. Oh. Und der General ist tot. Genau. Ganz links außen hat der General sich ein Herz gefasst und ist in eine polnische Legion gerannt. Und hier wurde, wie es aussieht, auch kein Karree gebildet. Die sind so mit ihm fertig geworden. Und ja, das war ein leichtsinniger Umgang mit dem General. Aber ich denke mal, das sollte er noch verkraften können. Weil er hat ja hier gerade links auf dem linken Flügel total stark gewonnen. Wobei einige französische Einheiten jetzt wieder zurückgekommen sind, der Generalstab auch noch am Leben vom Franzosen. Aber trotzdem ist die Schlacht gewonnen für Mengstrand, das muss man so sehen. Ja. Es sind halt aber immer noch 114 alte Gardisten am Leben, die können, ja, denke ich mal, noch das ein oder andere hier reißen. Also, sie wollen sich jetzt hier nicht kampflos ergeben oder so. Sind die jetzt sogar in Reichweite, aber er bewegt sich hier dennoch weiter vor und steht jetzt hier dem Feuer von der Infanterie vom Hügel runter ausgesetzt und ja. Hier hat er auch schon wieder eine schöne Linie geformt, die den alten Gardisten dann auch nochmal von vorne reinschießen kann. Also, ja, um die steht es dann doch recht schlecht. Jetzt kommt noch der Nachschub nach. Linienfusiliere und Schweizer Infanterie. Oder Ja. wenn wir uns die Flanke von Stramm anschauen, von dem Tode geweiht. Ja, hat er auch keinen Platz, seine Linien dann wirklich, die er dann auch hat, dann auch ausspielen zu können. Den General will er irgendwie anscheinend auch nicht mitziehen, den bräuchten diese beiden Einheiten, die jetzt wieder ankommen, ganz dringend, weil die Moral, ja, obwohl sie noch nicht im Kampf sind, schon recht im Keller ist. Ja, ganz auf der Flanke polnische Legion einfach mal so auf Guard weggeschossen von einer Einheit Infanterie, das ist auch bitter.
Sie müssen sich eine Weile aufhalten. Ah ja, da hinten. Das ist natürlich ganz schade hier. Die stehen da schön in der Marschkolonne und lassen sich zerschießen. Also wenn man nur noch so wenige Einheiten hat, dann sollte man doch in der Lage sein, da wirklich sich noch ein bisschen um sie zu kümmern. Und ja, das was wir hier sehen... Ja, ja, red du zuerst. Ja, die Moral der britischen Einheiten ist extrem schlecht. Jetzt flieht sogar die Infanterie auf den Berg. Genau. Und die dadurch eben, dass der General gestorben ist. Und die französischen Gardeeinheiten können eben, obwohl sie eigentlich den Kampf schon fast verloren haben, immer noch weiterschießen, weil sie eben einfach solche Eliteeinheiten sind. Nichtsdestotrotz hat der Brite aber die größere Feuerkraft. Ja, das auf jeden Fall. Also, es hat sich aber nochmal die Klasse der alten Garde gezeigt, die wirklich die absolut schlechtere Position hatten. Die Infanterie der Briten hat wirklich viel früher angefangen zu schießen und trotzdem konnte dann so eine alte Garde die Infanterie nochmal in die Flucht schlagen. Aber ja, mit so einem Feuer von vorne und von hinten kommt dann auch kein Soldat dieser Welt fertig, und wenn die alte Garde das nicht schafft, dann schafft das auch niemand. Und ja, wenn die Linienfusiliere hier sehen, dass die absolute Elite der Franzosen ja flieht, dann bekommen die es dann natürlich auch mit der Angst zu tun und wenden sich jetzt auch vom Schlachtfeld ab. Genau so ist es, was Moralbonus gibt, wenn die Einheiten gibt, auch nochmal einen größeren Moralmanus, wenn sie fliehen. Logisch. Und also ich würde jetzt einfach einen Selbstmord begehen mit allen Einheiten in den Gegner chargen, wenn ich jetzt Samurai wäre. Es kommt jetzt hier nochmal die... Ah, jetzt hat er sogar hier gerochen, dass er bei den leichten Infanterieeinheiten nochmal ein bisschen was raushauen kann, wenn er mit seiner Kavallerie reinrennt. Aber die bekommen ja wahrscheinlich auch gleich böses Feuer von der Highland-Infanterie und von den anderen Einheiten, die da noch stehen, ab. Und ja, die werden das hier auch nicht lange mehr aushalten. Wollen jetzt hier sogar nochmal ins Karree rennen. Ja. Hat ja eingesehen, dass das alles keinen Zweck mehr hat, denke ich mal. Was wir jetzt noch sehen, was kommt jetzt noch an? Das sind, glaube ich, zweimal Schweizer Linien. Die sind aber auch von der Moral hier ziemlich im Keller und haben beide nur noch gut 60 Mann. Unser General ist da immer noch da unten stehen. Den könnte man dann einfach mal so heroisch in den Tod schicken, würde ich sagen, weil viel lässt sich da wirklich nicht mehr machen. Ja, also von mir aus können wir das auch vorspulen jetzt, weil da passiert jetzt eh nichts Besonderes mehr. Okay, dann kleinen Vorlauf hier. Kannst von Glück reden, dass wir hier gerade über Teamspeak reden und nicht persönlich. Weshalb? Ja. Ich habe ja gerade noch was gegessen und mein Vater war so nett und hat uns Kräuterbaguette gemacht, à la Spezial. Das heißt, ja, das ist mehr Knoblauch als Kräuterbaguette. Und, boah, naja. Aha, ihr müsst mich ja nur hören, ihr müsst mich ja nicht riechen, das ist ja das Gute hier. Genau. Also, ja, schmeckt schon gut, solange man es nicht übertreibt, ne? Ja, und wenn man abends nirgendwo mehr hin muss, dann ist das ja okay. Jetzt riecht der General hier sogar noch, dass er mal in die leichten Infanteristen reinrennen kann. War dann vielleicht doch ein bisschen zu leichtsinnig, die hier vorgeschickt. Allerdings kann jetzt ja auch schön die Linien die Schüsse über die Köpfe der Soldaten rüberfegen lassen und ja, der General ist jetzt mehr oder weniger Geschichte. Und hinten kriecht sogar nochmal die Black Watch hier aus dem Wald raus. Das ist eine unglaublich zähe Einheit, die hatte schon so viel gerissen und war auch schon am Fliehen und ja, hat es jetzt hier geschafft, sich wieder aufzurappeln, und ganz erschöpft kommen sie jetzt hier nochmal von hinten gegen die Franzosen hier anmarschiert und können jetzt denen sogar schon in den Rücken schießen. Allerdings kommt jetzt hier General ran. Und ich weiß nicht, ob die da noch ein Karree gegen bilden können. Werden wir gleich sehen. Also bei mir ist die Schlacht vorbei. Ich weiß ja nicht. Mit meinem neuen PC geht das mit dem Vorspulen immer ja, ganz ich hab, flüssig. Ich habe das Vorspulen jetzt ein bisschen abgebrochen, weil ich hier der Highland-Infanterie noch mal ein bisschen zugucken wollte. Die bekommt die dann wirklich in Charge noch ab und muss dann leider die Schlacht beenden. Ja, ich spule jetzt auch noch mal schnell vor, weil... Du kannst jetzt hier nicht mehr zuschauen. Jetzt ja, lockt er hier die Schweizer Infanterie mit seinen eigenen Einheiten hier in die Falle. Und die werden dann jetzt auch fliehen, werden hier von oben beschossen. Und die letzte Einheit wird jetzt auch noch ein paar Sekunden aushalten. Ja, und damit ist die Schlacht dann vorbei. Sollte zumindest gleich vorbei sein. Ein bisschen schneller machen, weil das wirklich nur noch
uninteressantes Hin- und Herschießen ist. Gibt es nur noch den General, der da hinten sich im Wald rumtummelt. Und ja, ich würde sagen, GG an die beiden, in beiden Schlachten. Was vielleicht noch anders ist, dass bei The Samurai 300 Teamkillt wurden von den Einheiten. Den Fehler mache ich auch oft, dass das öfter mal passiert, aber ja, sowas Uiuiui. kann einen auch die Schlacht kosten, ne? Ja, also bei 300 Soldaten ist es dann wirklich gravierend. Ja, das darf eigentlich nicht passieren. Also ein paar sind wirklich unvermeidbar, das ist dann einfach so, aber 300 ist dann schon eine ordentliche Zahl. Kann man hier auch dann sehen, die Black Watch hat sich hier super erwiesen, hat dann ganze 204 Kills hingerissen. Also wirklich eine unerbittliche Kämpfereinheit. Auch von der Moral eine der besten, gerade bei den moraltechnisch eher nicht so starken Briten. Ja, genau. Joa. Ja, hat mich gefreut, Ja, die mich Schlacht auch. mit dir zu kommentieren. Mich natürlich auch mal wieder. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, das Turnier könnt ihr dann bei Mengstrom, der hier die Schlacht auch geschlagen hat. Der heißt auf YouTube Mengstrom. In der Gruppe heißt er jetzt Gaming Blizzard. Und ja, mein nächstes Turnierspiel wird gegen ihn sein. Das werden wir auch zusammen kommentieren, wird ganz witzig. Könnt ihr mal vorbeischauen und ansonsten wäre es dann von dieser Schlacht. Dann sage ich dann ciao und bis zum nächsten Mal. Auch von dir. Weiß ich Jo, einfach. ciao.